Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Plays Kareni und endlich eben. Das letzte Mal hatten wir was eine Gaudi, ja, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben unseren eigenen Hund gegrillt, habe ich im Nachhinein erst gesehen. Fuck ja. Und wir sind da jetzt endlich fertig mit den Gefährten. Zumindest hatten wir jetzt die Möglichkeit, Ayela als Begleiterin zu nehmen. Waren jetzt auf dem Weg zu den Zauberern. Und was ich vergessen habe, ich habe da jetzt gesehen, wir haben dann noch einen Rüstungssatz dazu bekommen, nämlich die alte Nordrüstung. Schaut cool aus. Ja. Ist eine schwere Rüstung und wir haben da auch noch die Waffen, die wir da bekommen haben, die wir da machen können in der Himmelschmiede. Mehr habe ich da leider nicht gefunden, aber das war's. So. Gut, das zur Erklärung. Ja, ich hatte einen mächtigen D beim letzten Mal, bei der letzten Sitzung, und das war auch recht witzig. Aber als Hundeführer sind wir nicht geeignet. Drum lassen wir das auch, ja, mit Hund und Kompagnon. Wir werden da jetzt kurz mal auf die Karte schauen, wo der nächste Quest hinführt, nämlich darauf in... Wo ist denn der? Da. Habe ich das nicht eingeloggt? Werde ich ja mal kurz nachgeschaut. Weg der Stimme, sprich mit dir den Graubärten. Genau. Und das müsste da auf der Karte jetzt sein. Aktueller Standort, Leute. Wir müssen. Ja, egal. Wir müssen einfach darauf. In die Winterfeste und da werden wir gleich mal rauf springen mit Schnellreise. Hey, wer ist denn das? Die langen Jahre unter der Erde haben die Fallen blinden lassen. Ihre anderen Sinne wurden jedoch geschärft, nehme ich an. Die magischen Schutztalente machen defensive Zauber effektiver. So, das wollten wir eigentlich nicht. Das wollten wir vermeiden. Es ist egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Ihr seid der Herold, der Bote der Gefährten. Eine Ehre, vor euch zu stehen. Ja, cool. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Nee, auf keinen Fall. Ihr passt doch auf. Das tun wir. Nee, nicht schon wieder so ein blöder Drache. Okay. Du? Wir halten. Bleib hier. Vor. Ich halte hier Wache. Wo ist denn der jetzt? Was bist denn du für einer? Flieg zur Winterfeste. Komm, verschwind hier. Super, und den falschen Zauber ausgerüstet, ist ja natürlich klar, da Toso. Verschwind. Das dürfte ein Feuerdrache sein, weil der so schwach reagiert auf meinen Feuerzauber. Aber was interessant ist, der Perk bei Zerstörung, ja, da hinten ist er, wenn wir ihn zur richtigen Zeit treffen, ne, dann hält er innen. Ah. Nämlich mit doppeltem Zauber. So, und das war's dann auch schon, ja. Okay. Ich hoffe, es ist niemand zu Schaden gekommen, weil das letzte Mal hatten wir da ja Mordschwierigkeiten mit den Jungs. Aber ja.
Hier gibt's immer wieder Drachen, Leute. Und wenn ich dann... Ich kann nämlich fast nichts mehr tragen, ja. Ich habe so schwere Rüstungen an. Aber das nehmen wir doch mit, egal, ja. So, das war's dann auch mal für diesen älteren Drachen. Und jetzt schauen wir, ob es hier Kollateralschaden gegeben hat. Du lebst. Du bist auch noch okay. Gehen wir? Gehen wir. Geht voran. Ich bin mir... Ja, Entschuldigung, na klar. Wir müssen darauf und ich werde da kurz einmal reinlaufen und dann den alten Spielstand laden, damit ihr seht, was ich da jetzt beim Leveln getriggert habe. Leider, das wollte ich eigentlich ja nicht. Und hier sind wir dann jetzt in der Winterfeste. Da hinten kommt unsere Aela, passt. Das ist ein cooler Typ. Savos Aren, ja. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Okay. Vielleicht, wenn ihr Talent habt. Ja, schon cool. Gut, in die Halle der Elemente müssen wir da rein und dann lade ich den alten Spielstand neu und dann seht ihr, was ich da unvernünftigerweise getriggert habe. Das hat sich dann hier ergeben, ja. Wir müssen da kurz raus. Ich glaube, da können wir nicht warten. Und ich speichere mal da kurz ab. Und lade den alten Stand, ja. Gespeichert und laden. Komm schnell. Wo sind wir da gewesen? Hier war's gerade. Briesenheim, Weißlauf, Briesenheim. Hier, ja, hier, da ist es richtig. Okay, da werden wir kurz einmal raus beamen. Ich zeige euch das. Da kommt auch wieder ein Drache. Ich hoffe, wir können da schnell genug handeln, dass wir da reinkommen in die Zauberschule, ohne dass der uns da verbiegt wieder. Ja, die sind wirklich lästig. Wir haben da, glaube ich, noch die echte Soft-Rüstung an. Da müssen wir gleich schauen. Objekte, da Bekleidung, dass wir das anders ausrüsten. Ja, wir sind da extrem unter. Wir werden Stahlplatten, Schild, ja. Und Fellrüstung, was haben wir? 344 Wert, Silberhalskette. Das brauchen wir nicht. Das ist ein Blödsinn. Den werden wir ausrüsten. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Egal, wir laufen da mal schnell zu. Und ihr bringt keins nach Hause. Weil da kommt sicher gleich so ein blöder Drache und wir müssen da jetzt mit der jungen Dame reden. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Verhalter, ja, was ist das hier für ein Ort? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier im Himmelsrand. Da kommt schon so ein blöder Drache geflogen. Und des arkanen Wissens. Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ja, ich frage mich jetzt aus. Auch natürlich. Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Seht ihr das? Der Drache greift uns an. Ich glaub's ja nicht. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, ob wir da sterben. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen.
Ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich damals genommen habe. Ich möchte die Macht des Eisernen. Blödsinn. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Humor ist hier oft Mangelware. Aber ich spüre, dass ihr vielleicht mehr als nur das sucht. Ja. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Wir beide wissen doch, dass ihr hier erfolgreich... dass ich hier erfolgreich war, überreden. Ja. Ich stelle mich eurer Prüfung. Da hinten, da geht ein Kampf ab, Leute. Ja. Die kämpfen gegen den blöden Drachen. Und wir unterhalten uns da cool. Ich kann da nicht einmal hinschauen. Wir überreden die mal. Wisst ihr, ich glaube, ihr habt recht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Okay. Wo ist denn der blöde Drache? Da oben. Also ich halte mich da bedeckt. Die soll das unter sich ausmachen. Da. Ja. Da oben ist er. Ja, ich werde nichts machen. Ich weiß auch gar nicht, was ich da noch für der Schnellheilung habe. Die hatte ich ja schon. Heilen wir uns einmal schnell. Ja, echt niedrig, gell? Und was hatte ich denn da noch? Das ist ein Feuer, gell? Feuerdrache, wir nehmen da irgendwas mit Eis. Ich habe da gar nichts mit Eis. Wir werden da die Feuerart und nachher mal beschwören. Egal. Weil die sind gegen Feuer resistent und die können ihn auch schön einmal aufhalten ein wenig. Der sitzt jetzt da oben am Dach. Ich brauche einen Eisstachel oder was? Wo ist denn das Zeug? Eisstachel, Eissturm, Eisstachel, ja. Die stehen da rum. Ja, da kommt er schon wieder. Schau, es. Ich habe ihn getroffen, ich glaub's nicht. Das ist auch schon ein alter Drache. Ich glaub das ja nicht. Du Magier, jetzt hau den einmal runter da. So geht da überhaupt nichts weiter. Ja, ich traue mich da nicht raus, Leute. Ati geht da einer Flux da vorbei an uns und da gehen wir mit ihr. Ah, das ist die falsche. Ja, wir müssen da runter zum Drachen. Es nützt nichts. Was haben wir ausgerüstet? Ja. Du, Adronach, stehst auch da. Irgendwie blöd rum.
ist denn der jetzt? Ja, na klar. Ob das uns was hilft, da? Jetzt töte den blöden Drachen endlich. Rechts haben wir noch einen Eisstachel drin. Oh. Okay. Nun gut. Das war's dann auch. Alter Drache. Du Kasperl. Okay. Gut, wir sind nicht gestorben, Gott sei Dank. Beim letzten Mal war das eigentlich easier. Fehlen, da lebt auch noch, cool. So, wir haben ja überhaupt eine Scheißrüstung dabei. Okay. So, und jetzt rauf zu dem Quest, Leute. Ich nehme das Zeug jetzt einmal nicht mit. Ja. Ich zeige euch eigentlich ja hier nur in diesem Video, wie das anfängt, ne? Also, wo ist denn die jetzt? Unsere Begleiterin ist wieder mal futsch, ja. Die steht da unten noch immer wahrscheinlich. Da kommt sie rauf. Fendal, alter Kämpfer. Lass es gut sein. Was habe ich da für eine Scheißrüstung an? Ich glaub's ja nicht, ne? Schuppenpanzer. Stahlplatten. Ja, das. Und lauter Schmarrn dabei. Ja, weil ich einfach beim Leveln war. Bist du jetzt unsere? Ja, du bist sie. Dir folgen wir jetzt einfach auf dem Fuß. Und ich schaue nochmal nach, was da eigentlich eingeloggt ist. Pläne stellen, ja genau, das war's, aber... Was auch kommt. Was auch kommt? Ja, ein Licht, siehst du. Genau. Das kann ich, glaube ich, auch, ja. Veränderung, Kerzenschein, ja. Magielicht, ja? Hauen wir gleich mal rein. Ja? War es das jetzt schon? Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Die ist ja so langsam. Egal. Wir haben ja Zeit. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein. Ja, wolltet ihr uns da nicht reinlassen jetzt? Okay, wir sind da jetzt in der Akademie der Winterfeste und schauen da schnell mal, dass wir... Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eure Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja? Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Mirabel, ja? Du bist cool. Willkommen an der Akademie. Ja, hallo, ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt.
Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Okay, Leute, ich glaube, das war jetzt mal kurz ein Einblick, wie es da jetzt zugeht. Wir machen da beim nächsten Mal gleich weiter. Ich muss nur noch schneiden, wir sind da schon wieder vollkommen über der Zeit. Diese blöden Drachen immer. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn sie uns da herumführt. Euer Toso, ciao.